Herzlich willkommen zum nächsten YouTube-Video. Ich bin hier gerade das Video am Schneiden und habe bemerkt, alles ist ready. Ich wollte das Video exportieren, aber ich habe kein Intro. Hier kommt das Video der Prep Series Pull Session mit Tony. Ab jetzt werden sehr viele Videos kommen. Ich werde jetzt fast daily ein wenig mitvloggen und euch auf den Prozess laufend mitnehmen. Also abonniert den Channel und jetzt geht's los mit der Pull Session mit Tony. Let's go! Mitten im Warm-up der RDLs, jetzt geht's los im Top-Set. Ich habe einen Satz und Toni auch. Er hat eigentlich Intro-Session, aber da wird wahrscheinlich heute nichts draus. Ich mache einen Satz in der 5-9-Rep-Range mit einer Pause in der Lengthen-Position. Für mich gibt es einen normalen Arbeitssatz, auch im Wiederholungsbereich 5 bis 9. Eigentlich ein paar Wiederholungen im Tank, aber wir sehen mal, wie das wird. Da wird nichts draus, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, wir wärmen uns jetzt auf und dann geht's los mit dem Topset RDLs. Hier schon mal der erste Tipp des Tages. Ich habe letztes Mal in meinem Video gesehen, ich nehme ein wenig zu viel Range mit. Jetzt angepasst, da seht ihr wieder mal, wie wichtig es ist, eure Sätze zu filmen. Immer bei den schweren Compounds. Wir und unsere Clients, wir filmen unsere Sätze immer, zeigen sie unseren Coaches oder nur selbst sie anzuschauen. Es lohnt sich immer zu filmen. Also wenn ihr heute schon mal etwas mitnehmt, filmt eure Sätze. Es lohnt sich überall, aber bei den Heavy Top Sets ein Must-Do. Tony hat jetzt seinen letzten Warm-up-Set und bei mir geht's dann auch geht los. Bald in den Top-Set. Yes. Come on, Tony. Come on. Again. Easy rest. Yep. Heavy. Yes.
Come on, get tight. Get tight. Come on. Yes. Dann mit meinem RDL-Set, wie ihr vielleicht gesehen habt, wäre möglicherweise noch eine Rep gegangen, aber meine linke Schulter, ich habe Probleme mit der Depression meiner linken Schulter. Das bedeutet, im RDL zieht mir die linke Schulter nach vorne und ich hatte einfach ein zu starkes Schmerzempfinden, um noch eine Rep zu machen. Aber eine Rep up im Vergleich zum letzten Mal zusätzlich die Range korrigiert, von dem her Big Wins, All-Time PR im RDL. 6 weeks out. Yeah. I spit raps like a heart attack. Fatal heart impact. Past painful scars. In fact, I blast tasteful loss and pass. I back up my actions back. Don't ask. Grab reactions. Jacked attack with every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose. Cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost. I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember, you just freaked out. Get ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make and a name, like huh? A soldier, bro. I keep on moving forward. Always getting closer. Die nächste Übung ist Cable Row Unilateral. Hier erhöhen wir ein wenig, damit die Zugrichtung mehr Richtung Hüfte kommt. Der Cue hier, der ebenfalls wichtig ist, Oberkörper vor der Hüfte, also leichte Vorlage im Oberkörper und nur eine Lateralflexion, das bedeutet euch nur seitlich abdrehen und nicht eine Rotation, also rotiert euren Oberkörper nicht, sondern nur eine leichte Lateralflexion auf die Seite und dann einfach Ellenbogen Richtung Hüfte führen. Dann sollte das klappen. Und nicht so viel Weight benutzen hier. Let's go! In this meticulous and limitless, while others out there spitting shit, got hits up on the charts and sit. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate, but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit. Bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious. Rapping honest as promise. Try to harness. As an artist, stay modest. It's a long quest. I will not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make it now. Swear to God, I'm breaking out. Swear to God, I'll take a bow. Send the stage with the crowd. Cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud. Saying modest, but I'm proud. No, I never had a doubt. Like yeah. A soldier. I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier. I keep on moving forward. Always getting closer. Come on. I'm marching till it's over. Wir sind jetzt fertig mit den Verbundsübungen, jetzt noch ein paar Isolationsübungen. Um die Session abzuschließen, wir haben noch Upper Back Rows gemacht nach den Lat Rows unilateral. Jetzt werden noch die Rear Delts ein wenig durchfrittiert mit zweimal Rest Pause hier an der Rear Pack Deck. Ja, bleibt dran, jetzt geht es weiter mit den Rear Delts. Wie wir gesagt haben, sind wir jetzt bei den Rear Delts. Wir machen hier einen sogenannten Rest Pause Satz. Das heißt, wir machen einen Arbeitssatz bis zum Muskelversagen in einer gewünschten Rep-Range, jetzt hier 8 bis 12 Reps. Danach, wenn wir das Muskelversagen erreicht haben, machen wir eine standardisierte Pause, oftmals in Form von 5 Atemzügen und gehen danach gleich mit dem gleichen Arbeitsgewicht wieder in den Satz hinein und performen nochmal so viele Reps, bis wir das Muskelversagen erreicht haben. Wieso macht man das? Man versucht hier so viele, wie man so schön sagt, effektive Reps in kurzer Zeit zu akkumulieren, das heißt viele Wiederholungen nahe am Muskelversagen, sehr, sehr, sehr gut, wenn man zum einen wenig Zeit hat oder auch schon später in einer Session ist
einfach das Overall Energy Level schon sehr, sehr viel tiefer ist. Genau, also seht zu. Grind. Jetzt noch eine geile Übung, die ihr in euer nächstes Bizeps-Training implementieren könnt. Ich habe das bei Chris auf seinem YouTube-Channel gesehen. Checkt ihn aus, wenn ihr High-Quality-Content auf YouTube sehen wollt. Ihr nehmt die Hanteln, den Arm, den ihr trainieren wollt, verlagert ihr das Gewicht und curlt so und stabilisiert mit dem anderen Arm. Nutzt diesen Arm oder diese Hantel zum Stabilisieren, verlagert euer Gewicht so und dann Hammer Curls. Von der Seite muss das dann so aussehen. Ins nächste Bizeps-Training implementieren und Chris auf YouTube abonnieren. So, wir sind back aus dem Gym, jetzt hier mit der schönen Kulisse auf meinem Balkon. Wir werden jetzt das Q&A abfilmen, welches ich auf Instagram angekündigt habe. Und wir starten direkt mit der ersten Frage, und zwar, ob ich das Gefühl habe, dass ich die Prep mit einem zu hohen Körperfettanteil oder zu hohen Gewicht im Allgemeinen gestartet habe. Wie ihr vielleicht wisst, ich bin jetzt 6 Weeks out. Ich habe die ganze Prep mit 108 Kilo gestartet und bin jetzt bei 90 Kilo. Das heißt, ich habe schon 18 Kilo verloren in diesen 19 Wochen. Das heißt, das ist schon eine sehr aggressive Rate of Loss. Und die Frage jetzt: Bereue ich es oder denke ich, bin zu hoch gestartet? Und ich kann da sagen, ich denke schon, ja. Also ich bin um einiges zu hoch gestartet. Wenn ich das jetzt gar in der Retrospektive anschaue, wäre ich wahrscheinlich optimal so um die 100, 102 Kilo gestartet, wäre dann 10 Kilo runter auf das Conditioning, das ich momentan bin, hier vielleicht 2 Wochen Diet Break und dann in 6-7 Wochen von dem Conditioning, das ich jetzt bin, zu Stage Lean. Wenn ich nächstes Mal preppe, werde ich auf jeden Fall etwas in diesem Bereich anpeilen, von Körpergewicht her, damit ich das effizienter gestalten kann. Es geht natürlich jetzt auch, ihr werdet sehen, ich werde ready kommen, aber es braucht viel mehr Aufwand, es ist härter, als es nötig wäre, wenn man da ein wenig kürzer, ja, die ganze oder die Rate of Loss tiefer halten könnte und einfach ein wenig mehr Spielraum hat. Ja, ich bin jetzt einfach jede Woche, muss der Drop kommen, und wenn der Drop nicht kommt, gibt es genau eine Option, und das ist, die Kalorien gehen runter. Ja, ich denke, das sieht man auch einmal wieder schön, dass man es, also dass die meisten es einfach immer unterschätzen, wie viel man schlussendlich doch an Gewicht verlieren muss, bis man dann wirklich ein Stage Conditioning, ja, zeigen kann oder herbringt, oder? Also das ist, man unterschätzt das immer sehr, sehr stark, und das ist auch ein Learning, das ich definitiv in meiner Prep dann umsetzen werde, dass ich jetzt momentan, mein Ziel ist ja nächstes Jahr 2022 zu starten, dass ich hier jetzt momentan wirklich darauf achte, nicht zu viel Körperfett zuzunehmen, dass ich von einer guten Ausgangslage starten kann, damit ich auch genügend Zeit habe, damit ich nicht in einem Rutsch mit sehr, sehr großen Rate of Losses gegen das Stage Weight heruntergehen muss, sondern damit ich Zeit habe für Diet Breaks, für Refeeds, was einem halt auch mental sehr, sehr viel hilft und sehr, sehr, sehr zugute kommt. Genau, ja, ich denke schlussendlich auf die Performance on Stage, wie groß der Einfluss sein wird, ist fraglich, wahrscheinlich minimal schon, aber psychisch hilft es auf jeden Fall,
wenn man Diet Breaks machen kann oder Refeeds machen kann. Ich habe bis jetzt noch keinen Refeed gesehen, die ganze Prep. Und ich denke, ja, meistens sind das zwei Faktoren. Erstens, man unterschätzt, wie weit man runter muss. Und zweitens, man unterschätzt, wie fett man in der Offseason geworden ist. Also ich habe 9 Kilo verloren oder 10 Kilo von 108 auf 98 und ich habe gleich ausgesehen. Also ich war, ja, es ist krass, wenn man auch diesen Switch macht von, ja, ich bin jetzt im Aufbau, mein Ziel ist es aufzubauen und fetter zu werden, zu, ich muss jetzt diäten. Auch der Blickwinkel verändert sich und man merkt erst wirklich, scheiße, ich bin wirklich fett geworden. Und ich kann euch jetzt hier ein Bild einblenden, wie ich ausgesehen habe, ich war wirklich fett. Und ich werde auch noch Tonys momentane Physik, vielleicht 1-2 Shots einblenden, damit ihr seht, wo er jetzt steht. Er wird 2022 dann ja, die Essen-Bev attackieren. Das wird auf jeden Fall gut. Und ich habe da auch schon etwas munkeln hören, dass vielleicht auch das auf YouTube kommen wird. Aber das werden wir noch sehen. Who knows? Who knows? Yes. Dann gehen wir doch weiter zur nächsten Frage. Und zwar lohnt sich der Aura Ring? Und da können wir vielleicht das ganze Thema ein wenig abändern. So allgemein diese Fitness-Tracker. Du hast hier, glaube ich, ein Fitbit. Genau. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Aura Ring ist. Also das ist ein Aura Ring, der trackt eigentlich genau gleich wie das Fitbit. Du kannst vielleicht etwas zum Fitbit sagen. Ja, also zu allgemein diesen Fitness-Trackern. Oder, ich denke, wenn man ganz prinzipiell bleiben muss, ist keiner dieser Fitness-Tracker ein absolutes Muss. Und wenn man sich einen Fitness-Tracker holt, dann denke ich, ist das Mindeste, was der Fitness-Tracker können sollte, sind es Schritte zu zählen, weil der Schrittzähler ist dann doch um einiges akkurater, als wenn ihr das auf eurem Mobiltelefon trackt, weil ihr habt das Mobiltelefon teilweise nicht immer dabei. Oder auch die Genauigkeit, wenn ihr das mal etwas vergleicht, ja, ist dann doch wahrscheinlich bei einem Fitness-Tracker eher höher, obwohl man auch hier wieder sagen muss, es geht auch mit dem Mobiltelefon, weil schlussendlich setzt man sich hier eine Basis, von der aus man danach beispielsweise die Schritte erhöht und danach hat man eine prozentuale Erhöhung, die einem dann in eben das notwendige höhere Defizit bringt und ob nun diese Schritte genau sind auf dem Mobiltelefon oder auf der Fitbit, das spielt schlussendlich auch keine Rolle. Ich denke, ein noch wichtigerer Punkt wäre dann, dass man den Ruhepuls messen kann und hier, ja, da trennt sich dann, sage ich jetzt mal, die unterschiedlichen Fitness-Tracker etwas voneinander. Zum Beispiel der Aura Ring, denke ich, der ist in Bezug auf die Genauigkeit wahrscheinlich noch etwas genauer, kostet aber halt auch wirklich exorbitant viel mehr. Er misst zum Beispiel anstatt den Ruhepuls, misst er noch die, also HRV, Heart Rate Variability, also die Pause zwischen den einzelnen Pulsschlägen. Und hier eben, es ist alles irgendwo durch eine Spielerei bis zu einem gewissen Punkt. Die Daten können einem sehr, sehr viel Input bringen, wenn man sie auch nutzt. Man muss sich aber auch immer bewusst sein, dass das Ganze auch eine Kehrseite hat, weil ich meine, diese Tracker geben einem an, okay, wie ready bist du für den Tag, oder? Und wir haben da beide schon die Erfahrung gemacht, dass wir auf diesen Tracker schauen und sehen, okay, er gibt mir an, ja, keine Ahnung, sei vorsichtig oder der Schlaf war nicht so gut. Und hier darf man dann einfach nicht in diese Falle hineintappen, dass man sich dann vom Tracker eigentlich vorsagen lässt, wie man sich fühlen sollte. Weil oftmals ist es dann doch besser, auf sein subjektives Empfinden zu schauen. Also ich denke, wir empfehlen da auch, wenn, also eben, wir in unserem Coaching, wir tracken vielfach Steps, wir tracken den Ruhepuls und hier belassen wir es dann beim Athleten, für welches Tool er sich entscheiden will. Aber wir achten auf immer sehr darauf, dass das subjektive Empfinden doch ja, sehr, sehr gewichtet wird. Und da lohnt es sich manchmal auch einfach am Morgen früh nicht gleich zuerst auf die Fitbit-App zu sehen oder auf die Aura-App, sondern sich selbst einmal zu fragen und auch zu notieren, wie fühle ich mich, wie war der Schlaf und wie ready fühle ich mich für den Tag. Ja, genau. Also ich finde das ein sehr wichtiger Punkt. Und ich frage mich ernsthaft bei einigen Leuten, die vor allem sehr analytisch denken, ist der Vorteil von diesem Tracker, den du hast, überwiegt den wirklich den Nachteil dadurch, dass in der Offseason, also mein Tracker, wenn ich auf den gehört habe, hätte, ich hätte 5 Tage Rest und einen Trainingstag pro Woche und dann vielleicht nochmal einen Rest Day gehabt. Also der sagte mir immer,
pass auf, du bist nicht ready und so weiter. Also da, was Toni angesprochen hat, ist sehr wichtig. Es ist ein Tool, es ist ein Luxustool. Schritte, Heartrate ist gut, der Rest, Schlaf, Heartrate Variability, ist ein Luxus, ein Tool, das man nutzen kann, aber mit Vorsicht nutzen sollte. Ja. Und ich denke, vielleicht noch als zusätzlicher Punkt, für was es auch noch gut sein kann, dass man einfach halt auch, wenn man es nutzt, eine gewisse Art, eine Kontrollmöglichkeit hat, ob Maßnahmen, die man ergreift, auch Wirkung zeigen. Ich meine, es lässt sich diskutieren, ob die Fitbit oder ein Oura Ring den Schlaf wirklich genau tracken. Wahrscheinlich tracken ihn beide überhaupt nicht so genau, wie wir alle denken. Aber es gibt einem trotzdem auch immer wieder wertvolle Hinweise, ob man, wenn man eine Variable abändert, dann vielleicht eine Verbesserung sieht. Also wenn du beispielsweise, du bist in einer Prep, du hast extreme Symptome und dann machst du den Schritt, dass du am Abend noch eine Kohlenhydratmahlzeit involvierst und dann hast du zum einen dein subjektives Wohlbefinden, das dir sagt, okay, mein Schlaf ist besser, ich schlafe besser durch, der Hunger plagt mich nicht zum Schlaf und das bestätigt sich noch im Fitness-Tracker, dann hat man eine gute Combo, mit der man wirklich auch hantieren kann, aber wie Ramon das auch gesagt hat, die Tracker haben Vorteile, die Tracker haben auch Nachteile. Hier gilt es immer abzuwägen und zu achten, dass man sich nicht selbst irgendwo durch diese Tracker behindert. Genau. Und wie gesagt, viele Leute fragen mich auch auf Instagram, lohnt sich speziell der Oura Ring? Und ja, das abschließende Feedback hier. Es ist ein Luxustool, wenn du Lust darauf hast, wenn du das Geld zur Verfügung hast, kauf ihn, aber glaube nicht, dass er dir zusätzlichen Mehrwert geben wird im Vergleich zu einem Fitbit. Und wenn, ist er so marginal, dass er dich nicht besser macht als Athlet. Gut, dann kommen wir zur dritten und wahrscheinlich letzten Frage des Q&As. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das unter Training legen, ob wir es noch anschließend anhängen. Aber zur dritten und letzten Frage, und zwar, wie wir unsere Pausenzeiten gestalten. Und ja, wir bei Gymbrain sind da eigentlich sehr pragmatisch. Und zwar, wir sagen, halt die Pause so lange wie nötig und so kurz wie möglich. Das Ziel sollte sein, dass der Zielmuskel der limitierende Faktor ist, nicht dein kardiovaskuläres System. Das heißt, du bist nach einem 10-20 Rep-Set Leg Press komplett am Schnaufen, dein Puls ist hoch und gehst schon in den nächsten Satz, weil du am Stoppen bist, ist wahrscheinlich eher nicht so optimal. Zweitens, dein Mindset, du musst auch wieder dich bereit fühlen, ja, diesen Hype oder diesen Fokus wieder aufzubringen und dann ja wieder alles in den Satz geben zu können. Und darum mach die Pause einfach so lang, bis der Zielmuskel wieder der limitierende Faktor wird im Satz. Oder was meinst du dazu? Genau, das kann ich nur so eigentlich unterschreiben und dadurch variiert die Pause logischerweise. Zwischen einem Satz Bizeps Curls, da brauchst du nicht so viel Pause. Ich sage jetzt vielleicht 2 Minuten, wenn überhaupt. Aber wie das Rama noch gesagt hat, zwischen einem High Reps Satz Leg Press, wo du wirklich so 20 Wiederholungen an der Beinpresse machst, dass du da je nachdem 5 bis 10 Minuten Pause nachher brauchst, das kann gut möglich sein. Genau. Und zusammenfassend eben, achte darauf, dass die Pause so lange wie notwendig, aber so kurz wie möglich ist. Genau, und wenn wir da vielleicht so ungefähre Angaben geben sollen, was so ungefähr wahrscheinlich nicht weit von der Optimalität weg ist, so bei Compounds zwischen 3 und 5 Minuten und bei Isolations zwischen 1 und 2,5 Minuten, je nachdem wie taxing das ist. Genau. Yes. Das war's mit dem heutigen Video. Gebt uns gerne einen Algorithmus-Kommentar, schreibt Hashtag Tony2022 in die Kommentare, like das Video, abonniert das Video, sagt, was ihr als nächstes sehen wollt, gefällt euch dieses Format. Yes, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Danke vielmals an dich, Tony, und an dir oder an dich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke euch.